Bei mir in meiner Nachbarschaft tatsächlich, da sind die Leute tatsächlich froh, dass ich dort wohne. Am Anfang waren die skeptisch, wo die mich gesehen haben, da bin ich ja direkt aus dem Knast gekommen, total zugemalt in der Fresse noch, oder? Aber jetzt mittlerweile sage ich die tatsächlich, wir sind sogar froh, dass der da kommt, das bricht da wenigstens keiner mehr ein. Das ist kein Scherz, das ist kein Witz. Das hat tatsächlich jetzt erst vor kurzem sogar einer zu mir gesagt. Ja, aber würde sich jemand trauen beispielsweise, wenn es Streit um Gartenzaun gibt oder die Musik zu laut ist oder irgendwelche ganz normalen, banalen Nachbarschaftsstreiten? Glaubst du, die Leute kommen zu dir und sagen, ey, Jannis, mach mal die Musik leiser. Ja, klar. Jannis, dein Apfelbaum wächst zu uns und die Äpfel fallen in meinen Garten. Ja, klar, wird das jemand machen. Bist du sicher? Ja, klar, mittlerweile haben die Leute mich ja kennengelernt. Und früher? Da hatte ich keinen Apfelbaum. Habe ich heute. Und Zaun habe ich vorhin heute. Nein, aber du verstehst den Hintergrund meiner Frage. Ey, pass auf, ob du das glaubst oder nicht. Jetzt ist mir gerade eingefallen, wo ich in die Wohnung eingezogen bin. Da haben wir natürlich auch nachts mal ein wenig länger.